Jo, meine Leute, willkommen hier zum ersten Video heute auf meinem Kanal. Und ja, Leute, heute machen wir einen kleinen Dualbum-Check mit dem lieben Kuso. Genau, der ist dabei. Und so. Ich habe mir wieder drei Leute zum Checken rausgesucht. Du hast auch einen, glaube ich. Ja. Und wollen wir einfach mit einem von mir anfangen? Ja. So, und ich habe mir jetzt einfach mal hier diese Lesezeichen zunutz gemacht und habe die Clans schon mal bei meinen Lesezeichen gesetzt. Und den ersten, den wir checken, ist dieses ist das Clankürzel Hashtag 9V89LR9R. Diesen Mafdaha. Genau. Kleinen Moment, gucken wir. Den Mafdaha. Und ich check jetzt ein paar Leute, ein paar haben mir ja auch E-Mails geschrieben, was ich ziemlich gut fand. Das ist einfacher dann zu checken. Das heißt, wenn ihr gecheckt werden wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, aber es halt ist wahrscheinlich... Halt's Maul und quatsch nicht so viel. Wir haben keine Zeit, Alter, guck mal auf den Tacho. So, mach da. Wir haben schon 9 Uhr. Und ich muss noch 2 Videos aufnehmen und schneiden und rendern. So. Und natürlich auch hochladen. Also ich würde sagen, Max Town Hall 8. Ach, du bist schon drin, Alter. Ich bin noch gar nicht drin. So. Yo. Willst du einfach mal aufs Base Layout eingehen oder? Wir gucken mal. Also ich sehe jetzt, wie gesagt, so würde ich erstmal sagen, komplett maxed, außer halt Mauern, nicht ganz, aber ganz ehrlich, ist meiner Meinung nach absolut kein Fail, ist vollkommen richtig, weil King sogar auf 10, wirklich, ist nicht schlecht, Minenwerfer komplett hoch, warte mal, ich muss mal gerade gucken, auch Luftabwehr auf 6, also wirklich, das Ding ist Sahne. Das Ding ist wirklich Sahne und wir reden hier von Level 84. Also wirklich geil. Hast auf jeden Fall den fetten Respekt vom Husua verdient und du musst natürlich auch dran denken, dass du mich dafür natürlich auch abonnieren musst. Jetzt ist der Husua ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Jetzt falls natürlich ich nicht der Risiax dran. Ich was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall nice Farming Base. Das Dark Elixir natürlich schön in der Mitte platziert, hast gerade nicht so viel am Start, wahrscheinlich weil du gerade durchgehend deinen König am Upgraden bist. Genau. Ansonsten die letzte Luftabwehr wird gerade noch upgegradet, die dir noch fehlt. Du gradest auch schon gerade dein Rathaus auf 9 ab. Keine also schlechte vollkommen Entscheidung auf richtig. Jeden Fall. Vollkommen richtig. Du hast noch ein bisschen Elixir, also ein bisschen ist gut, 6 Millionen ungefähr. Damit hättest du vielleicht noch ein paar Mauern machen können, aber ich denke mal, du hebst sie dir jetzt auch einfach. Ja, genau, du kleiner Spast, Alter. Mach mal 8er Mauern mit Elixir, Alter. Um direkt eben, ach stimmt, das geht ja nicht mehr. Du kleiner Getter, Alter. Nein, es geht nicht. Nee, aber ich, also ich, von daher vollkommen legitim. Alles ich hätte es mir aber eh sowieso aufgehoben, also keine Mauern gemacht, eben für das dann für das Upgrade des Labors. Und, keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade noch mal in seine Stats rein von den Truppen her. Ist soweit, glaube ich, auch fast alles Max für Town Hall 8. Ich sehe da jetzt, ich glaube, den Golem hättest du noch auf Level 3 bringen können. Die Valkyrie und die Hog Rider noch ein bisschen hoch. Und die Minions, glaube ich, auch noch. Ansonsten ist, glaube ich, alles Max. Muss ich husten. Luftfeger ist auch schon auf 3. Also es läuft ab. Also wirklich einwandfrei. Es ist vollkommen die richtige Entscheidung, dass du hochgegangen bist. Einwandfrei. Ja, ich würde sagen, wir geben der Base, also ich gebe ihr 9 von 10 Punkten auf jeden Fall, weil halt noch nicht alle Mauern max sind, aber das Base-Layout ist gut, würde ich so lassen. Clanbook ist auch relativ zentral. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns den nächsten an und der ist im Clan Champfighter und zwar ist da das Clankürzel Hashtag QPJLJQL. Ja, da. Und hast ihn? Let us have a quick look at this. Da will da der Tobi XD gecheckt werden. Gucken wir mal. Tobi XD haben wir, ja, Level 53. Gucken wir mal. Ist eine Town Hall 7 fast maxed out. Die paar Mauern noch, machst du wahrscheinlich noch. Was mir auffällt, ist, du schon bei Gold 2 bist, was für eine Town Hall 7 ja schon relativ hoch eigentlich ist. Ja, du hättest unten, ja genau, also aber das passt, also das ist jetzt nicht too high. Was mir aber auffällt ist, ich würde sagen, ja, die Sammler und, also Minen sind ja schon, ich sag mal vorsichtig, relativ weit oben, aber Sammler sehe ich hier noch 7er.
Da geht noch was, meiner Meinung nach. Bloß wie gesagt, manche sagen ja, ich will gar nicht so hoch, ich will gar nicht so hoch. Aber wenn ich wirklich gucke, ich habe die Nacht gepennt und gucke am frühen Morgen rauf und denke mir, yeah, jetzt wird Genau. richtig Alex und Gold gegettet, dann will man das echt haben. Ja. Was mir aber noch auffällt, ist, und jetzt kommt's, das ist dem, ja doch, nee, ich wollte schon sagen, das ist dem Dizjaks gar nicht aufgefallen, aber du hast den Bohrer und hau den auch noch auf Level 3. Weil der splasht dann richtig Stimmt, rein. genau. Und ich glaube, du kannst sogar noch, weil ich gerade gesehen habe, du gradest da gerade sogar noch einen Bogenschützenturm ab. Das heißt, du bist nicht Max. Da bin ich mal wieder zu lange nicht mehr auf so einer Lone Town Hall. Lone in gewisser Weise. Im Vergleich zu mir jetzt 310, also zu so einer niedrigen Town Hall gewesen. Es geht anscheinend alles noch auf 8, dann wahrscheinlich auch die Kanonen noch. Das heißt, du hast doch noch ein bisschen was zu machen. Nein, Magier-Typen, glaube die ich, gehen auch Kanone bin noch. ich ganz, da bin ich ziemlich sicher, dass die Kanone, warte mal, ich kann es einfach bei mir, kleinen Moment, ich Okay. klick mal einfach zurück, weil ich bin soweit maxed 7. Okay. Ich guck mal gerade, doch, hast du recht, die kannst du auf 8 und die Genau. Bogitürme auf Auch 8 auf auch. 8, ja, Ja, genau. Ich genau. glaube, Magiertürme gehen beide noch ein Level auf 5, müsste Nee, ungefähr, die glaube ich, gehen so auf 7. sein. Die gehen auf 7, genau. Nee, die gehen auf 4. Okay, gut, dann sind die schon max. Das heißt, du hast Ja. die Splash Damage als erstes gemacht, war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Ansonsten, ich würde mir halt überlegen, ob du schon so früh Pokale pushen willst. Ich würde eher ein bisschen farmen. Vielleicht willst du dir jetzt auch einfach nur die Diamanten und so die Juwelen holen, die du eben bekommst, wenn du in Kristall 3 kommst. Na gut, mit Only Heilern. Aber guck Keine mal, Ahnung. ich bin ganz ehrlich der Meinung, das ist noch kein Pokijagen. Und ich sehe auch 80 gerade, gewonnene Angriffe. er ist gerade bei 1748 gewesen. Das war das Maxed, oder das Maximale, wo er oben war. Und das ist noch kein Pokijagen für mich. Das ist alles safe. In Gold 2 kannst du dich gerne mal aufhalten, finde ich. Ja, klar, aber Das mit passt. 107, keine Ahnung, 80 gewonnener Angriff, kann auch sein, dass er gut farmt, aber wenn er farmen würde, würde es mich wundern, warum er seine Goldlage so weit außen hat. Ist ja auch egal, kannst du uns ja einfach in die Kommentare schreiben, was du gerade machst. Es Und interessiert Diziaks eh nicht, was du da reinschreibst. ey, das ist jetzt eine Lüge, Leute. Ihr könnt es bezeugen, ich lese alle Kommentare und antworte auf fast alle, gell? Ihr wisst es, Gusor lügt gerade. Lasst mir keinen Daumen da. Nein, Spaß. Nee, So. also das passt schon, denke ich, bei uns. Nee, also wie gesagt, ansonsten, wie gesagt, für 53 kannst du echt nicht meckern. Das hat Hand und Fuß. Du weißt, wie es mit der Aufstellung ist. Also wirklich Flächenschaden mit dem Einzelschaden gut vermischt. Also nicht einfach gesagt, gut, okay, komm, links hau ich mal die ganzen Minenwerfer, rechts hau ich die ganzen Bogentürme und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern das passt eigentlich. Das ist ganz in Ordnung. Wo ich aber noch eine kleine Sache bemängeln würde, beziehungsweise was ich anders machen würde, eventuell, Diziax, kannst du auch nochmal runterschauen. Im unteren Bereich, rechts neben dem Altar vom King, hast du die dunkle Kaserne. Und die hätte man theoretisch vor die Sammler stellen können, dass man da nochmal zusätzlich ein bisschen Splash-Damage hat. Okay, warte So, mal, dunkle Kaserne, Splash. dunkle Kaserne, was? Dunkle Kaserne ist unten. Ach so, ja, ich sehe es, ich Und sehe es, die hätte man stimmt, du einfach hast ein recht, ja. bisschen rausnehmen können und dann halt die Sammler dahinter. Aber das ist so eine Mega-Kleinigkeit. Das ist total Banane Kann eigentlich. natürlich auch sein, dass er dann eine Riesenbombe oder wir wissen es nicht. Aber ja, ich denke, passt. Ja. Ich würde Nee, sagen, ist in Ordnung. schauen wir uns den So. nächsten an. Nee, jetzt kommt meiner. Kleinen Moment. Mann, so, und da sind wir jetzt beim... Ah nee, das ist noch gar nicht der letzte. Ich habe ja noch einen. Ja, wir sind jetzt bei dem von Gusor. Der Genau, heißt bei mir. Goldhamster. Und Und... zwar, genau, hat sich der Goldhamster gemeldet. Hey, ich hatte auch mal einen Goldhamster. Also ich muss ja sagen, Yeah. meine Abonnenten sind besser geappt als deine. Du kannst ja mal deine Schnauze halten, du Penner, Alter. Nächstes Mal gibt es kein Video mehr mit dir. Also, wir sehen hier natürlich Spaß. logischerweise, halt's Maul mit Spaß, Mann. Okay, dann war es halt keiner. Hashtag Ernst. Nee, also Mauern nicht doppelt stellen, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ansonsten haben wir Level 73. Wir haben die Armeelager maxed. Wir haben die Bogitürme so gut wie maxed. Die anderen sind noch im Ausbau. Magiertürme sind noch nicht gemaxed. Die sind erst auf 4. Nee, das ist. Fünf. Genau, das ist auf 5. Die gehen aber auf 6. Das weiß ich. Genau. Kanonen sind schon gemaxt, Minenwerfer sind gemaxt. Und das sieht richtig geil aus. Ich gucke gerade mal. Die Luftabwehren Luftabwehr gehen alle könnte noch eins theoretisch hoch. noch auf 6, klar.
Und der King ist aber auch schon immerhin auf 5. Also das ist ganz nice. Also das gefällt mir schon grundsätzlich ziemlich gut. Ja, wie gesagt, wenn du halt sagst, gut, okay, ich gehe jetzt mit dem King langsam höher, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, die Bohrer noch komplett zu maxen auf 3. Weil mit 1er Bohrern, da geht Ja, natürlich nichts. genau. Was ich mir überlegen würde direkt, ist, ob du die Magiertürme, also die zwei Magiertürme mit den zwei Minenwerfern tauschst und den einen Minenwerfer mit der Clanburg tauschst, damit die nicht so leicht lockbar ist und du mit den Mörsern ein noch größeres Feld, vor allen Dingen außerhalb der Base, noch abdeckst. Ansonsten musst du halt noch ein bisschen deine Mauern upgraden. Ich muss dazu sagen, ich war viel schlimmer als du gerusht. Also ich habe wirklich eigentlich nichts gegen gerushte Leute, weil ich genau weiß, dass ich komplett gerusht war. Und wenn ich mir jetzt meine Base anschaue, ja, geht eigentlich voll. Und ja, ansonsten du musst halt noch ein bisschen was upgraden. Barbarenkönig auf 5 ist eigentlich ganz okay für Town Hall 8. Ja. Geht natürlich noch ein bisschen höher, aber musst du nicht unbedingt. Ich würde halt auf jeden Fall gucken, dass du mindestens alle Mauern auf 7 machst. Würde ich schon irgendwie versuchen und auf jeden Fall deine dunklen Elixirbohrer noch auf 3, Ja. weil die bringen dann deutlich mehr. Ja, ansonsten Base Layout finde ich ganz gut. Ich muss sagen, du hast mir, um ehrlich zu sein, zu viele kleine Bereiche. Also ich mag Basen gar nicht so, wo so ganz viele kleine Bereiche sind, wenn du weißt, was ich meine. Keine Ahnung. Stehe ich Also nicht so ich weiß, drauf. was du Ansonsten meinst, ist es gut. aber Ansonsten ja, ansonsten, die nee, Base. das passt Also schon. wenn das Das passt funktioniert, schon. dann ist auf jeden Fall gut. Du Was farmst noch schön auf Silber. eventuell vielleicht ein bisschen fail ist, ist hier im unteren Bereich hier das D-Alex so weit draußen. Besonders, weil wir gerade den Bogiturm daneben haben, der gerade im Upgrade ist. Klar, wie gesagt, flächenmäßig wird die verteidigt. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz klar, aber ihr wisst selber. Wenn ich sage, jetzt mal hier gucken wir mal, was wir drin haben. Wir haben hier immerhin knapp 8K drinne. Klar, man kann sie nicht alle ziehen, wäre natürlich eine geile Nummer. Aber ansonsten ist also schon ein bisschen was vorhanden. Das heißt also, das tut dir auch ein bisschen weh. So, und deswegen wollen wir das natürlich nicht. Und dann würde ich natürlich sagen, gut, okay, dann lieber was weiter rein. Weil guck mal, hier, das ist gar kein Ding. Ich sage jetzt mal einfach ganz normal Standard Barge. Hier ein paar hingeballert, ein paar Barbaren und dann bist du schon durch. Und dann haust du hier noch ein paar Bogies rein und das war's. Also das Dunkle kriegst du immer, egal was du machst. Und von daher, das würde ich nicht dahinstellen. Jo. Ansonsten Truppen noch mal ganz kurz, um darauf einzugehen. Musst du noch ein paar upgraden? Sind noch nicht Max Packer, die ganzen dunklen Truppen, Mauerbrecher, aber darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Muss dann noch ein bisschen was upgraden, dafür kannst du ja jetzt auch nichts. Was mir eingefallen ist, wir haben bei den ganzen anderen Basen das Rating vergessen, also die Bewertung. Na, haben wir toll hingekriegt. Ich würde sagen, ich gebe der Base 7 von 10 Sternen, weil sie eben noch nicht maxed ist und mir persönlich das Base Layout nicht so gefällt und da so ein, zwei Merke sind, wie eben die doppelten Mauern da oben und oder das Aber dunkle das Elixierlager da stimmt, oben. da muss ich dir recht geben. Also 7 von 10, das passt. Müsste Das passen. ist nice. Genau. So Und sieht's Klaus und der ist blind. Und jetzt jo. kommen wir zu deinem letzten. Genau, oder zum letzten insgesamt, glaube ich auch. Richtig? Und zwar ist er im Clan Wurnox und das Clankürzel ist Kleinen Moment. #URRC9J9. URRC C 9J9. 9J9. Und in dem Clan checken wir Blabla. Alba habe ich schon mal gefunden. Blabla, Oh, genau. yo Leute, ich nehme alles zurück mit dem, meine Abonnenten sind besser gehabt als Kusos. Alter, das läuft nicht, das rennt, Alter. Siehst du die, Alter, Alter, die das Base. Krasse. Du musst dir das mal geben. Guck mal, du siehst hier die richtig fett gemaxten, kann man fast sagen. Also in dem Bereich ja gemaxten Goldminen zum Beispiel, ja? Die sind Ja. komplett Level 11. Fucking Nummer 11. Und er Und sagt sich alles einfach, andere hey, ist Level 1. ich habe Wie keine. geil Stimmt, ich habe ist nur auf das die denn? Mauern geguckt, Alter. Alles andere ist Level 1, außer die Clanburg. Alles andere ist einfach Level 1, außer das Labor Ich und die meine, das Clanburg. musst du erst mal bringen, Alter. Und die oh. Läuft auf jeden Fall. Er ist nicht krass inaktiv, weil er hat auf jeden Fall den Luftfeger da oben schon stehen. Aber bestimmt auch auf 1, oder? Lass mich raten. Ja. Yay, na klar. Das ist Geil. auch krass. Ich sag mal, Finde ich das hat ja lustig. schon fast Style. Ja, wollte ich auch. Also sieht einfach richtig lustig aus irgendwie. Gut, Digga, du kriegst leider von mir, muss ich einfach direkt vom Anfang sagen, nur 3. Na, wobei, ich gebe dir 10 von 10 Punkten einfach, weil deine Base so geil ist. Nein, Spaß. Für dich gibt es Ey, leider nur ganz drei ehrlich, von 10 Punkten, diese aber. Base schafft es einfach mal aufs Thumbnail, oder? Ich weiß, die kommt auf jeden Fall aufs Thumbnail.
Naja, ansonsten Base Layout ist ganz gut für eine Farming Base. Ich weiß nicht, kann man nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall geil, dass vor allen Dingen ich dich jetzt zufälligerweise als letztes noch ausgewählt habe. Ich habe die Basen mir nicht vorher Er wollte angesehen. eindeutig sagen, du bist das Letzte. Nee, nee. Ich habe Nein, mir auf nee. jeden Fall die Basen nicht vorher angesehen, war jetzt Zufall. Auf jeden Fall richtig geil. Ja, hast du noch irgendwas zu der Base zu sagen? Also sonst hätte ich Die wirklich, Truppen. wenn ich jetzt zum Beispiel die Goldmine nicht gesehen hätte, hätte ich jetzt gesagt, es gibt auch so ein Update-Button. Lol. Man kann die Gebäude upgraden. Lol, die ganze Base ist gejammt. Okay, habe ich gar nicht Stiehle mitgekriegt. 20.000 Elixir. 1111. Naja, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, warte mal. Die ganze Base ist gejammt. Stopp, 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 stopp. 1000 Goldjagd. Warte, warte, warte. Was denn? Kleinen Moment, das nehmen wir jetzt mal ein bisschen mehr unter Augenschein, weil die Sache ist die, wenn du nichts abgegradet hast, das kostet ja alles gar nichts. Na, obwohl, doch, 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 klar. alleine. Dieses Rathaus kostet schon über 2 Millionen. Nee, nee, aber warte, stopp, stopp. Ich würde sagen, es muss nicht gejammt sein, weil du könntest es theoretisch wirklich durch die Ressourcen kriegen. Du meinst durch die Minen? Ja. Lass Wirklich? den doch nie spielen und immer mal die Minen lernen und Kann die natürlich Sammler sein. lernen. Hast. Ich würde nicht von gejammt reden, Ja. weil die Sache ist, die gesamten Sachen sind auf Level 1, das kostet kein Geld Ja, das und stimmt schon. kein Zeug. Was ich nur lustig finde, nur kurz zwischendurch, dass er nur Barbaren hat, die hat er auf Level 4, nur den Blitzzauber auf Level 4 und nur die Minions. Das Ja, sind klar. drei, der hat nur drei Sachen. Läuft halt bei ihm. Er weiß, was er will. Ja, auf jeden Also ich Fall. würde sagen, auf jeden Fall ist es jemand, der definitiv, so komisch wie sich das anhören mag, aber der definitiv Ahnung von COC hat. Das ist definitiv nicht sein erster Account, würde ich sagen. Okay. Also Ja, ich habe, keine Ahnung. Ich weiß es das ist, nicht. Ist vielleicht nein. einfach so eine Trollbase. Ich habe ja auch so eine Level Genau, das ist 700-Taunere. garantiert so, ach gut, okay, komm, ich zeig mal, wo der Frosch die Locken hat und danach fackel Genau. ich sie ab. Nee, also das Oh passt schon. Mann. Jo. Ja, Ich es weiß ist schon nicht, wir haben ja spät. jetzt keinen mehr. Ich würde einfach sagen, wir beenden jetzt hier das Video. Wenn ihr euch bewerben wollt, natürlich an diesex@gmail.com oder in die Kommentare, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, ist es wahrscheinlich ja, dass ihr drankommt beim Gusor. Ist das, keine Ahnung, ob das bei dem auch so ist. Aber ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut beim Kuso vorbei, der ist in der Beschreibung. Lasst ein Däumchen bei ihm da und natürlich auch bei mir, nicht vergessen, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne. Bis Tschüss. dann, ciao, ciao.